So, und herzlich willkommen. In dem Video zeige ich euch heute, wie wir unseren eigenen dedizierten Server von Hetzner mit Proxmox installieren könnt. Als allererstes geht ihr auf die Hetzner-Seite natürlich und sucht euren dedizierten Server aus. Ich kann euch nur ans Herz legen, die Serverbörse dafür zu verwenden, weil man hier definitiv gute Schnäppchen finden kann. Wie zum Beispiel, wenn man jetzt schon, sag ich mal, 128 GB RAM haben möchte und SSDs, kriegt man diese schon für 44, 45 Euro mit 2x480 GB SSDs, was meiner Meinung nach definitiv ausreichend ist. Solltet ihr euren Server gefunden haben und bestellt haben, bekommt ihr auch eine E-Mail mit dem Zugang zum Server wie mit dem Rescue-System. Als kleine Info, die meisten Server bieten euch auch eine 100 GB Storagebox umsonst an. Somit habt ihr auch einen kleinen Backup-Storage, was die meisten aber vergessen. Gut, habt ihr die E-Mail bekommen mit den Zugangsdaten? Können wir uns auch direkt schon mit SSH drauf verbinden? Das habe ich in dem Fall schon gemacht. Und wir kommen ins Rescue-System von Hetzner. In dem Fall machen wir jetzt einmal im System, geben wir den Command Install Image ein. Von Hetzner ein eigenes Programm, sage ich mal, worüber wir das System installieren können. In dem Fall werden wir jetzt Proxmox 7 installieren. Das ist unter Other. Und dann benutzen wir Debian Balzei. Bestätigen wir mit OK. In dem Fall werden wir jetzt gefragt, ob wir ein Software-Rate haben möchten. 0 für Nein, 1 für Ja. Und wir können das Software-Rate-Level angeben. In meinem Fall lasse ich es für RAID 1, bedeutet, meine zwei Festplatten werden gespiegelt und ich habe nur die Hälfte Menge vom Speicher. Jetzt kann ich einmal mein Hostname angeben. Das mache ich einmal. So haben wir das gemacht. Scrollen wir auch schon ein wenig runter, bis wir zu der Partitionierung kommen. Ich lösche immer einmal alles. Nämlich das hier oben tue ich noch von XT3 auf XT4 umändern. LVM, VG0, All kann bleiben. Machen wir Part LVM. Ah, nicht LVM, VG0 was. Root slash XT4 und 40 GB, sage ich. Bedeutet, 40 GB kann Proxmox für sich nehmen. Genauso sagen wir jetzt LV, VG0, Swap, Swap, Swap für den Swap vom System. Als allerletztes sagen wir einmal Data. Das ist in dem Fall slash var slash lib slash vz xt4. Und jetzt nehmen wir noch den Rest von unserem RAID 1. In dem Fall sind es, können wir mal kurz ausrechnen, 894 minus, ja, sagen wir mal 50 GB, sind wir bei 844. Geben 844 GB ein, drücken F10, bestätigen es. Ja, und er tut die Festplatten formatieren, das bestätigen wir wiederum auch. Und das System wird schon installiert. Jetzt warten wir den Prozess ein wenig ab und wir sehen uns gleich wieder. So, die Installation ist fertig und wir können den Server einmal neu starten. Das machen wir mit dem Reboot-Befehl. Ich öffne mir dann noch immer gerne ein CMD und ping den Server an. In dem Fall kopiere ich mir einmal die IP raus und wir pingen
pingeln ihn mal. Dann sehen wir, wann er offline ist und wann er wieder online geht. So, und da sehen wir auch, der Server startet gerade neu und gleich sollte er wieder online kommen. So, und das ist der Server auch wieder online und wir können direkt einmal versuchen, auf die Proxmox Web UI uns zu verbinden mit https://// unser Server IP und Port 8006 Standard Proxmox Port. Einloggen tun wir uns mit Root und mit dem ganz normalen Passwort von eurem Root User. Da sehen wir auch schon, wir sind auf unserem Server drauf. Wir haben Proxmox 7.2-7, Debian Bytes-Eye, auch Debian 11 genannt. Und wir sehen auch hier, wir haben 40 GB, was wir auch wollten, hat Proxmox für sich. Ja, in dem Fall ist Proxmox jetzt auch installiert. Das Einzige, was wir noch checken sollten, ist einmal die Netzwerkkonfiguration. Da sehen wir nämlich jetzt, hier ist keine Hardware-Adresse hinterlegt. Beim Neustart ist es manchmal so, dass der Proxmox dann nicht mehr erreichbar ist. In dem Fall machen wir einmal IPA. Von unserem Interface kopieren wir uns die MAC-Adresse. So, kopieren. Gehen nochmal in die Netzwerk-Konfigurationsfile. Geben diese hier mit an, mit Hardware-Adresse. Gut, haben wir das gemacht. Speichern wir es einfach, Steuerung X, bestätigen das mit Yes, Enter und wir können den Server einmal rebooten. Dann tun wir nochmal unseren Ping starten und schauen, wann der Server wieder offline ist. So, da ist unser Server auch wieder erreichbar. Und wir können einmal verifizieren, ob unser Server auch die Hardware-Adresse jetzt noch hat. Hat er in dem Fall. Wir schauen nochmal in der File. Ist in dem Fall auch noch da. Und ja, in manchen Fällen ist es nämlich so, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn man den Server dann einfach rebootet, kommt er nicht mehr online. Warum? Weil er hat nicht mehr die MAC-Adresse auf dem physischen Ethernet-NIC. Und deshalb müssen wir ihn halt static nochmal in AS setzen. Jetzt können wir noch einmal kontrollieren, ob wir auch die Community Subscription haben. Das machen wir einfach bei Updates und dann Repositories. Und dann scrollen wir runter zu der Proxmox Liste und wir sehen hier, wir haben PVE No Subscription. Das passt. Das können wir lassen. Wenn bei euch jetzt Enterprise steht, ist es ganz einfach, ihr geht auf Add. Okay. Und tut die No Subscription hinzufügen. Und dann kriegt ihr auch schon Updates für Proxmox. Ja, und das wäre es auch schon im Video gewesen. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und Kommentar da. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie wir auf unserem Proxmox jetzt eine OpenSense installieren und dann mehrere VMs in einem privaten Netzwerk mit Internet versorgen, damit wir nur die IP-Adresse von Proxmox verwenden und keine zusätzliche kaufen müssen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao.